Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du nach dem Ansprechen der Frau weiter aufs Date kommst und dann auch weiterführende Dates mit ihr schläfst, die zu deiner Freundin machst und so weiter. Viel Spaß beim Video. Also schön, dass du wieder da bist. Ich habe die Frage bekommen, wie man nach dem Ansprechen weitermachen sollte. Und das ist eine Frage, die ich oft bekomme. Das ist eine Frage, die mir Coaching-Unternehmer auch sehr oft stellen, wenn ich dann mit ihnen auf der Straße unterwegs bin. Hey, was soll ich denn machen? Wie soll ich das jetzt weiterführen? Deswegen wollte ich diese Frage hier im Video mal behandeln. Also, du hast sie jetzt auf der Straße angesprochen, hast mit ihr gequatscht, hast sie kennengelernt. Und diese Frage setzt ja schon voraus, dass du wahrscheinlich die Nummer mit ihr getauscht hast. Also es hat irgendwie funktioniert, ihr habt es gut verstanden, jetzt hast du die Nummer mit ihr getauscht und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wenn das nicht funktioniert hat, dann musst du halt weitere Frauen ansprechen, bis du halt zu dem Punkt kommst, dass es passt und dass du dann mit ihr vielleicht die Nummern tauscht. Das nehme ich jetzt mal als Endpunkt. Also, das allererste und wichtigste, was du auf jeden Fall machen solltest, wenn es möglich ist, ist immer ein Instant-Date, immer ein Sofort-Date zu machen. Also Nummer ist übrigens nicht das Endziel. Ich habe auch einen Coaching-Teilnehmer, der versucht immer Nummern zu kriegen und das ist so sein Endziel. Das ist nicht das Endziel. Das Endziel sollte es eher sein, so viel Zeit wie möglich mit der Frau in dem Moment zu verbringen, wo du sie wirklich da hast. Und zwar da auf der Straße in dem Moment. Wenn du mit ihr ein Instant-Date, Sofort-Date machen kannst, keine Ahnung, Eis essen gehen, kurze Runde spazieren, mit ihr kurz so shoppen, weil du noch ein T-Shirt kaufen willst. Keine Ahnung, was auch immer. Lass dir was einfallen, das ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, hab Zeit miteinander. Wenn du das machen kannst, dann ist das immer Priorität Nummer 1. Telefonnummer holen ist immer nur die zweite Wahl, ist immer nur, wenn es nicht anders geht. Na, viele Leute sind unterwegs und machen einfach nur Telefonnummern sammeln. Das ist aber nicht effektiv, das führt dich zu nichts. Das führt dich nicht zu deinem Ziel, das du eigentlich hast. Denn wenn du mit einer Frau auf der Straße nur ein paar Minuten gequatscht hast, dann habt ihr keine besonders große Verbindung zueinander. Außer sie fand dich jetzt von vornherein super attraktiv und heiß. Das kann natürlich helfen, aber es ist einfach nicht immer der Fall bei niemandem von uns. Und wenn du nicht die krasse Verbindung hast, und das kannst du in dieser kurzen Zeit nicht aufgebaut haben, dann ist es oft so, dass Frauen, ja, dass aus den Nummern nichts wird. Jeder kennt das, der schon mal ein bisschen unterwegs war. Und dem schaffst du halt Abhilfe, indem du mit der Frau ein Instant-Date machst. Ja, deswegen frage ich die Frau schon beim Kennenlernen, cool, was machst du denn gleich? Was machst du denn gleich noch? Und wenn sie mir gefällt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gut mit ihr reden, dann schlage ich vor, hey, lass doch noch eine Runde, wir holen uns was zu trinken da beim Supermarkt, lass eine Runde spazieren gehen, einmal durch den Park und da muss ich auch gleich weiter. Ne? Und dann habe ich einfach mehr Zeit mit ihr verbracht, das Vertrauen ist größer, das Vertrauen ist mehr da und dann ist es auch kein Problem, dass man sich wieder sieht. Das ist die allererste Sache. Wenn das nicht gehen sollte, dann kannst du auf die Nummer gehen. Es gibt es zwei Möglichkeiten, denen du folgen kannst. Du kannst auf der einen Seite direkt vor Ort ein Treffen ausmachen oder du machst es über das Telefon, über das Schreiben aus. Denn das möchte ich ganz klar dazu sagen, die Nummer ist dafür da, um das Treffen auszumachen. Das ist der Grund, warum wir die Nummer holen. Die Nummer ist nicht dafür da, und das machen auch einige meiner Coaching-Teilnehmer, mit der Frau ewig unnützen Scheiß hin und her zu schreiben. Das ist einfach schlecht, das macht die Anziehung kaputt, wenn du so willst. Das kostet dich einfach dein ganzes Vertrauenskonto. Und am Ende des Tages wird dann da nichts draus. Einzige Ausnahme ist eine Frau, die vielleicht ein bisschen jünger ist und erst noch ein bisschen Vertrauen zu dir schöpfen muss übers Schreiben. Das gibt es auch. Dann musst du ja selbst entscheiden, ob du Bock drauf hast oder nicht. Also, ich mache es allerdings oft so, dass ich vor Ort schon ein Treffen ausmache, sage einfach, ja, lass doch die Tage mal eine Runde spazieren gehen. Das mache ich mittlerweile eigentlich ganz gerne so als erstes Treffen. Wie wäre es denn mit Mittwoch? Oder wann passt es dir denn diese Woche? Oft mache ich es schon vor Ort aus, wenn ich merke, okay, vor Ort wird das schwierig, dann hole ich halt die Nummer und mache es dann danach mit dir aus. Aber so oder so tausche ich auf jeden Fall mit dir die Nummern, damit wir halt in Kontakt bleiben, weil sonst geht es ja gar nicht. Und du würdest dich wundern, wie oft es passiert, dass auch Teilnehmer von mir einfach die Nummer nicht holen, also bevor ich ihnen dann sage, dass sie es bitte machen sollen, die Nummer einfach nicht holen und ich frage dann, wie willst du mit mir in Kontakt bleiben? Oh ja, hätte ich ja schon machen können, oder? Ich so, ja, hättest du das schon machen sollen. Also, du holst die Nummer, machst vor Ort ein Date mit dir aus, was auch immer. So, dann machst du das Date aus, entweder vor Ort oder beim Schreiben. Und hier auch ganz wichtig, wie gesagt, nicht die ganze Zeit rumschreiben. Ich gehe einmal in der ersten Nachricht kurz auf das ein, was beim Kennenlernen passiert ist, vielleicht irgendwas Witziges. Hey, wie war noch dein restlicher Tag? Hast du noch andere charmante Männer kennengelernt oder was auch immer? Dann antwortet sie mir und dann mache ich den Vorschlag fürs Treffen. Hey, auf jeden Fall war cool, dich kennenzulernen, kennengelernt zu haben. Lass uns doch die Tage mal spazieren gehen. Wann passt es dir? Mir würde zum Beispiel Mittwoch oder Freitag passen. Kannst du mir sagen, wie es bei dir aussieht? So was in der Art kommuniziere ich ihr dann. Dann mache ich das Treffen aus, treffe sie und das Treffen ist dann quasi wie ein weiteres Instant Date. Es ist quasi das erste Date, aber es ist ja auch wie ein Instant Date. Naja, ich hätte sie jetzt beim Kennenlernen danach daten können oder ich mache es halt verschoben in einem anderen Zeitraum. Aber es ist das gleiche Prinzip. Es ist halt ein Date, um mehr Vertrauen aufzubauen, um mehr Anziehung aufzubauen und so weiter. Das passiert dann als nächstes.
Und das sind auch die wichtigsten Schritte, die du jetzt direkt nach dem Kennenlernen erstmal verstehen musst, dass es dann in diesen Bereich reingeht. Ja, weil die meisten Männer machen es halt wirklich so, dass sie dann ewig hin und her schreiben und dass sie vor allem nicht das sagen, was sie eigentlich wollen. Sie wollen die Frau wiedersehen, sie wollen die Frau kennenlernen, aber sie trauen sich dann vielleicht nicht, reden ewig drumherum und dann geht das Ganze so verloren oder verläuft sich so im Sand. Und das ist super schade, wenn vielleicht sogar ja, eine gegenseitige Anziehung da war. Und das ist auch so ein Punkt. Es kann auch die Mega-Anziehung da sein und ihr habt euch unglaublich gut beim ersten Kennenlernen verstanden. Aber wenn du nicht handelst, wenn du nicht einen Move machst in die richtige Richtung, dann ist das irgendwann wieder weg. Weil so eine starke Verbindung habt ihr einfach nicht. So, dann trefft ihr euch, erstes Date, ich gehe jetzt mal vom Spazieren aus. Du kennst auch das, kannst auch das klassische Kochdate machen. Wenn du das nicht kennst, erster Link in der Beschreibung, schau es dir unbedingt mal an. Kochdate, das ist mehr so ein Sexdate, wenn du sagst, okay, ich möchte mehr mit den Frauen schlafen, das ist eher so mein Ziel, dann kannst du so ein Kochdate machen. Das habe ich damals immer sehr viel gemacht. Montag mache ich eher so Spazierdates, das musst du machen, wie du Bock hast. Ne? Du kannst dir ja selbst überlegen, worauf du Lust hast, was da dein Fokus sein soll. Denn beides funktioniert. Der Vorteil bei einem Spazierdate oder auch einem, ich sag mal, zwischengeschobenen Date ist, dass du da noch ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen kannst, dass die Frau sich da auch noch ein bisschen mehr an dich gewöhnen kann. Wenn du jetzt direkt ein Kochdate machst, dann wirst du auch viele Frauen rausschmeißen, die nicht bereit sind, direkt zu dir zum Kochen zu kommen, weil die Frauen wissen natürlich, was das ungefähr bedeuten könnte. Sie kommen in deine Wohnung, das ist schon, da steckt schon ein bisschen Vertrauen hinter. Also die muss dir ein bisschen vertrauen, damit sie zu diesem Schritt bereit ist und sie muss auch ein bisschen in Ordnung damit sein, dass es vielleicht in eine sexuelle Richtung geht. Deswegen, ja, wenn du erst so ein Spazierdate machst, erstmal so ein neutraleres Date, dann wirst du mehr Frauen treffen, als wenn du direkt aufs Kochdate gehst. Ich habe das damals viel gemacht, direkt aufs Kochdate gegangen. Ich habe da auch viele Frauen durchaus sortiert. Das musst du einfach selbst wissen. Das ist eine Taktiksache. Das ist so, was möchtest du? Wie möchtest du vorgehen? Wie möchtest du deine Zeit vielleicht auch verteilen? Wenn du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast, machst du vielleicht mehr so neutrale Dates, spazieren gehen. Wenn du jetzt weniger Zeit hast, dann machst du vielleicht eher so Kochdates und sortierst dadurch einige Frauen aus. Das musst du einfach selbst wissen, wie du das handhaben möchtest. Und wenn wir dann davon reden, also wenn du jetzt Thema Sex, wie komme ich auf dem Date dann zum Sex, dann schau dir bitte einmal das Kochdate-Video an, da habe ich nämlich alles sehr, sehr genau beschrieben, den gesamten Ablauf beschrieben, dann kannst du einfach sozusagen kopieren für dich, schau da einfach mal vorbei. Wenn es jetzt um das Thema Beziehung geht, da habe ich auch schon ein, zwei Videos zu gemacht, erkläre ich dir aber jetzt hier an der Stelle nochmal. Es ist eigentlich relativ einfach, mit einer Frau in eine Beziehung zu kommen, also natürlich können ganz viele Dinge dazwischen kommen, man kann rausfinden, dass man nicht zusammenpasst und so weiter, ganz klar, aber der Prozess ist im Grunde nicht besonders schwierig. Und zwar ist der Prozess, dass du sie halt über einen längeren Zeitraum wiederholt triffst, da baut sich mehr Vertrauen auf, da baut sich mehr Anziehung auf, ihr lernt euch mehr kennen, ihr gewöhnt euch mehr aneinander, ihr baut eine emotionale Verbindung zueinander auf und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie dann wahrscheinlich zu dir sagt, hey, übrigens, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns oder Beziehung, kannst du dir das vorstellen? Die einzige Sache, die du in dieser Zeit nicht machen solltest, ist so einfach von Anfang an übertrieben, beziehungstechnisch unterwegs zu sein, also schon im ersten Treffen direkt anzusprechen, ja, Beziehung, und wie ist das denn bei dir, kannst du dir das denn vorstellen? Also von vornherein extremen Druck aufzubauen auf die Frau, das ist schlecht, das würde ich eher nicht machen, sondern lehn dich entspannt zurück, hab einfach auf den Treffen, die du mit der Frau hast, viel Spaß, habt guten Sex, unterhaltet euch gut, lernt euch kennen, findet Gemeinsamkeiten, baut eine Verbindung auf und wenn du das einfach wiederholt machst, dann kann gar nichts passieren. Na, und klassische Fallen, in die man da tritt, sind dieses sich einfach ständig melden, im Sinne von ständig schreiben müssen, um Sicherheit zu gewinnen. Ja, mag sie mich denn noch? Ich schreibe ihr lieber erstmal, guck, ob sie antwortet. Nein, ich nutze Schreiben immer dann, wenn ich mit der Frau ein nächstes Treffen ausmachen möchte. Und die einzige Ausnahme ist, wenn wir uns beim Schreiben sehr gut verstehen. Also wenn das Schreiben zwischen mir und der Frau sehr humorvoll ist und das macht viel Spaß, das macht uns beiden Spaß, wir müssen immer lachen und so weiter, dann kann man das machen, weil dann hat das auch einen Sinn, dann hat das einen Zweck, nämlich es baut gemeinsames Humorpotenzial auf, so nenne ich das. Wenn jetzt aber das Schreiben nur so ein Hin und Her ist, im Sinne von, oh, was hast du heute gemacht, dann lass es lieber. Tendenziell eher weniger schreiben als zu viel, für die meisten Männer da draußen auf jeden Fall der richtige Tipp. Ne? Und dann hast du einfach wiederholt Treffen mit ihr und irgendwann, wie gesagt, kommt der Punkt, wo sie sagt, hey, was ist das denn eigentlich? Und dann kannst du mit ihr in eine Beziehung gehen, wenn du das möchtest und wenn nicht, dann kannst du es auch lassen. Das solltest du dir natürlich vielleicht mal früher überlegen. Wie gesagt, wenn es um Thema Sex geht, schau mal unbedingt hier, erster Link in der Beschreibung vorbei, dann erkläre ich Thema Sexdate. Ansonsten ist das der Ablauf, den du gehen musst. So geht es weiter, nachdem du sie kennengelernt hast, nachdem du sie angesprochen hast. Ich hoffe, das Video war geil für dich, konnte dir weiterhelfen. Fragen dazu und andere Videovorschläge in die Kommentare, dann mache ich da Videos draus. Links neben abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast, unbedingt. Unter mir ein Coaching-Bewerbung für ein Coaching bei mir, wenn ich dich persönlich begleiten soll in den nächsten 3 Monaten und du mehr Erfolg bei Frauen haben willst, mehr Sex, eine Beziehung, was auch immer dein Ziel ist. Wir realisieren das gemeinsam. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das an dieses Video hier anschließt, also nochmal zusätzliche Informationen liefert zu diesem Video. Schau unbedingt vorbei, wenn dir das Video gefallen hat. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.